Viereinhalb Jahre, 176 Pflichtspiele und drei Titel für Sturm. Yusuf Gazibegovic hat die letzten erfolgreichen Jahre in Graz entscheidend mitgeprägt. Jetzt geht's von der Champions League in die zweite deutsche Liga. Köln-Sportdirektor Christian Keller heute auch im Stadion und nimmt Gazibegovic wahrscheinlich nach der Partie gleich persönlich mit in die Domstadt. Schade für die Bundesliga, schade für Sturm und seine Fans, aber ein paar Meisterkicker haben die Grazer ja noch. Und er ist einer davon, Gregory Wüthrich, nach nur wenigen Minuten mit der ersten Annäherung ans Tiroler Gehäuse. In der ersten Viertelstunde tut sich nur wenig, dann aber wird's wahrlich meisterhaft. Lavallee, Chukwuani, Kiteschwili, Bireth, Böwing, 1:0. Sturm kombiniert sich da seelenruhig zur Führung. Kein Tiroler kommt da auch nur ansatzweise in den Zweikampf. Das vierte Saisontor für William Böwing, das dritte davon unter Jürgen Säumel. Ein Highlight in einer ansonsten recht ruhigen Anfangsphase, in der die WSG Fehler macht. Wieder Kiteschwili auf Bireth und der sucht wieder seinen Landsmann William Böwing. Erinnert schon ein wenig an den Führungstreffer mit dem eklatanten Unterschied, dass die Tiroler sich diesmal doch ein bisschen wehren. Wenig später tritt dann auch Gazibegovic erstmals in Erscheinung, versüßt sich sein vermeintliches Abschiedsspiel aber vorerst noch nicht. Sturm hat hier alles im Griff, Freistoß Gazibegovic, Yatimchi steigt am höchsten. WSG-Goalie Adam Stejskal kann sich aber erstmals in dieser Partie auszeichnen, während sich Erencan Yadimci bei dieser Aktion aber verletzt und wenig später vom Feld muss. Und das bleibt das Stichwort, denn kurz vor der Pause gibt's Gelb für Chukwuani und nochmal Gelb für Chukwuani. Und das innerhalb von einer Minute. Sturm geht also mit einem 1:0, aber einem Mann weniger in die Pause. Die Chance also für die Heimelf in Hälfte 2 mutiger und offensiver aufzutreten. 60. Minute, Chata vertändelt den Ball und Jonas David versucht's aus der Distanz. Immerhin die erste wirklich gefährliche Aktion der Wattener durch den aufgerückten Innenverteidiger. 10 Minuten später spielen die Tiroler dann auch Fußball. Cem Üstüntag fällt und Schiri Gieshammer pfeift und entscheidet auf Schwalbe. Und weil Üstüntag schon gelb hatte, muss auch der jetzt vom Feld und das zu Recht. 71. Minute, der Personalstand wieder ausgeglichen und plötzlich kommt Sturm wieder und ist schneller als die Kamera. William Böwig an die Latte. Glück für die WSG, das hätten insgesamt ganz bittere Minuten für die Heimischen sein können. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. 80. Minute, Kiteschwili bedient Chata und der macht das 2:0 für Sturm. Wie schon beim 1:0 geht das ganz leicht durch die Mitte. Kiteschwili spielt den nächsten starken Ball und der für Yatimchi eingewechselte Norweger macht sein viertes Saisontor. Das 2:0 ist wohl die Entscheidung, aber Sturm hat noch nicht genug. 5 Minuten später ist Tommy Horvath unterwegs, legt ab auf Malik Yalkouye und der macht das dann einfach nur traumhaft. 3:0, hier ist der Deckel drauf, der 19-Jährige aus Mali, einmal mehr einer der Besten am Feld, veredelt seine Leistung mit diesem Traumtor. Und kurz vor Schluss ist dann auch Schluss für Yusuf Gazibegovic, der ja Mittwoch in der Champions League gesperrt ist und diese Umarmungen schreien dann schon ganz laut Abschied. Sturm gewinnt die Partie trotz 30-minütiger Unterzahl ungefährdet mit 3:0, die Stimmen von Martin Lang. Wir haben es sehr, sehr gut gemacht heute, auch mit einem Mann weniger. Wenig bis gar nichts zugelassen. Trotzdem ist es natürlich unnötig, dass wir uns die rote Karte geholt haben. Wir haben eine Chance heute gehabt und das war, wie wir plus eins waren. In der Phase war es schon so, dass wir dominanter waren und am Ausgleich dran waren, ohne jetzt da komplett zwingende Situationen zu haben. Aber ich bin überzeugt, dass wenn wir dann einmal nachgeschossen haben, hätten von der Bank her einen Stürmer gebracht hätten, dass die Situationen gekommen wären. Und es darf uns einfach nicht passieren, dass wir mit einer Schwalbe dann eine gelb-rote selber kriegen und dann wieder die Gleichzahl herstellen.
Es ist nicht einfach, hier zu spielen. Umso wichtiger war das frühe Tor. Nach der roten Karte ist es dann deutlich schwieriger geworden. Sie haben viel Druck gemacht und hatten viel Ballbesitz, aber wir sind ruhig geblieben, kompakt gestanden und haben gut gegen den Ball gearbeitet. Und am Schluss, da waren wir dann wirklich effizient. Wir haben zu wenig Bälle in die torgefährliche Zone gebracht. Und dann auch mit dem Ausschluss vom Cem Üstündag war das Sturm mal wieder überlegen, das muss man ganz ehrlich sagen. Ich muss meiner Mannschaft ein Kompliment aussprechen nach einer langen, schwierigen Herbstsaison. Noch einmal so eine Mentalität an den Tag zu legen, noch einmal so dagegen zu halten, auch mit einmal weniger, ist sensationell. Und ich bin froh und glücklich, dass es sich mit 3 Punkten hat belohnen können. Sturm hat nun seit 10 Bundesligaspielen nicht mehr verloren und geht als souveräner Tabellenführer in die Winterpause. Und Interimstrainer Jürgen Säumel darf sich berechtigte Hoffnungen machen, auch noch im Frühjahr an der Seitenlinie zu stehen.